paar Katzen und ein Fellknäuelhaufen, ekliges Kotzdingel. Ja, herzlich willkommen zurück bei Die Sims 3 und unserer Herzchen-WG. Ja, unsere süßen Kätzchen, die amüsieren sich hier gerade prächtig, haben sich lieb und machen sich hier so ein bisschen die Umgebung hässlich. Aber sonst geht's denen gut, ne? Sonst haben die Spaß, die haben eine Aufgabe. Das ist toll. So, aber wie sieht's jetzt hier mit euren sozialen Kontakten aus? Irgendwie muss ja hier nochmal ein bisschen was anderes möglich sein. Ja, beschnüffel sie einfach bitte nochmal und mach dann nochmal auf Kontakte knüpfen. Und dann müsstet ihr hier eigentlich soweit durch sein, meine Lieben. So, ja, das läuft super und wenn nicht, kannst du auch nochmal hier schön beschnüffeln, Liebes. Und dann kannst du hier kratzen gehen und auf Katzenklo und hier, keine Ahnung, leg dich ins Tierbettchen schlafen. So, JJ, wie geht es dir jetzt mit der ganzen Geschichte? Du kannst hier mal gleich aufs Katzenklo gehen, dann nochmal aus den Napf fressen und hier was kratzen. So, du hast eine Aufgabe. Amelie, du machst noch hier weiter mit deinem Dings rum, mit deinem Zauberstab und dann kannst du mal hier alle Betten machen. Ich wette, das macht dir total viel Spaß. Und kannst danach mal was essen. Was steht hier eigentlich noch rum? Ist ja eklig. Können wir das in den Müll hauen? Ja, sehr gut. Habe ich überhaupt noch einen Geschirrspüler? Ach ja, doch, da. Ich wollte gerade sagen, hä, ist unser Geschirrspüler weg? Ist ja total creepy. Ja, Reste essen. Mach mal hier die Weintrauben irgendwas daraus. Und dann kannst du eigentlich nochmal mit Magie spielen, weil ich möchte doch, dass du das ein bisschen festigst. So, dann ist das erstmal so. Gut, dann machen wir das mal wieder rein. Eva, du bist soweit versorgt. Ich bin da schon und warte. Und Ashley steht hier sowieso noch rum und kann dann mal duschen gehen, wenn sie mit allem fertig ist. Ja gut, das ist jetzt ein bisschen doof. Ja, machen wir mal das hin. Obwohl, er hat nicht viel gebracht. So, dann gehen wir mal zu mir rüber. Wupsdidu. Da sind wir da. Okay, was können wir denn hier auf unserem tollen Festtagsgelände alles so machen? Ich will auf jeden Fall Lose sammeln. Das ist schon mal ein Plan. Was gibt's hier noch? Ein Kuchenwettessen teilnehmen. Okay, wir nehmen den jetzt mal hier weg und dann machen wir mal auf Lose sammeln. Und ich würde den gern am Kuchenwettessen teilnehmen. Das ist doch mal was, oder? So, wir nehmen jetzt am Wettessen teil. Laufen wir doch mal hin und hoffen, dass sich jemand findet. Aber das Festtagsgelände hier in Bridgeport ist natürlich cool, ne? Weil es so riesig ist. Das bietet enorm viel Platz für die ganzen Sachen. Finde ich schon ein bisschen besser, ne? Das ist praktisch. So, Urlaubsgeld 400. Mein Gott, da können wir uns ja bald wieder mal unsere Couch leisten. So, ja, das finde ich ja alles schon mal ziemlich gut. Das wurde uns auch schon mal gleich erfüllt. Sehr schön. Ja, Leute, ich bin ja mal gespannt, wie ihr das hier mit dem Bettessen regelt, ne? Muss ja jetzt hier gleich irgendwie laufen. Nur ihr zwei oder kommt hier noch jemand dazu? Wäre ja auch noch so eine interessante Sache, die gut wäre zu wissen. Okay, einfach nur ihr zwei. Denn, legt mal los. Yay, kommt, los geht's. Ja, haut rein. Das ist das... Oh Gott. Mensch, Ina, was machst du da? Das, ja, also er... Okay, er holt auch mal Luft. Ich dachte schon, er holt gar keine Luft mehr. Mhm. Ja, ihr seht sehr, sehr lecker aus, Leute. Ja, okay, ich beschleunige das Ganze mal ein bisschen, weil sonst wären wir hier, glaube ich, nie fertig. So, Ashley hat soeben ein Gemälde im Wert von 12 Simoleons fertiggestellt. Woo, wir sind ja alle mal begeistert und, na toll, ich habe verloren. Naja, macht aber auch nichts. Kuchen mag ich sowieso nicht so sehr. War, abzusehen, dass das so kommt. Aber egal, wir müssten natürlich eigentlich auch Lose sammeln. Ja, sehr, sehr gut. Okay, überfressen bin ich jetzt auch. Sehe ich das da gerade richtig? Ich habe mich gerade so ein wenig übergeben. Wie schön. Haben wir irgendwo ein Klo? Ich hätte mich gerne ins Klo übergeben. Haben wir ein Klo? Ja. Gleich hier hinter uns ist eine Toilette. Warum habe ich die Toilette nicht genommen? Oh Mann, das finde ich jetzt aber nicht so toll. So, geh mal hier bitte auf Toilette, Ina. Das würde mich jetzt sehr, sehr freuen, wenn du das tun würdest. So, wir könnten auch noch ins Spukhaus gehen und so eine Scherze, aber ich will jetzt erstmal dieses Grußkartenfoto machen, weil es gerade ganz gut passt. So, Vampir mit Sonnenschirm, das kommt immer gut. Hey, ich war doch jetzt gar nicht auf Toilette gewesen. Och, ist das ein Blödsinn. So, Vampirtreffen können wir auch einrichten. Ashley, du bist fertig, genau, stimmt. Hier, nein, Pinwand teilen machen wir jetzt mal nicht. Ashley, schicken wir jetzt mal wieder auf die große, große Reise. Wo war denn das Teil? Hier drüben in der Stadt war das. Ups. Rüberwandern, rüberwandern. Hä, wo ist es denn? Hier hinten war es, genau.
Wissenschaftsfakultät besuchen, Testobjekt werden, wissenschaftliches Testobjekt werden, wissenschaftliches Testobjekt werden, wissenschaftliches Testobjekt. Ich weiß nicht, irgendwas hat ihr gesagt von wegen, irgendwas funktioniert nicht, aber ich versuche es jetzt irgendwie. Das muss klappen. Das funktioniert und wehe nicht. So, du bist dahin unterwegs. Das ist sehr, sehr gut. Und dann kannst du erstmal joggen gehen und danach gehen wir zum Herbsttest. Was hältst du davon? Ist eine Wahnsinnsidee. Amelie ist ja sowieso noch beschäftigt, auch gut. Und Ashley jetzt auch. Gut, dann werden wir einfach mal mit Eva hier noch herkommen. Aber jetzt sind wir ja erstmal auf Toilette, hoffe ich doch. Sind wir schon dahin unterwegs oder wie oder was? Hä? Ja, doch, gut, ich bin da schon drauf. Dann werden wir hier mal mit ihr ein bisschen uns anfreunden, da sie ja eine Vampirin ist, beziehungsweise einfach mal Vampir und ein bisschen verkorkst in der Fräse gerade. Das wirst du jetzt wieder normal? Wenn ich dich lang genug angucke, wirst du doch bestimmt normal. Was Pünktlichkeit und Diskretion sind wichtige Voraussetzungen in dieser Branche. Vor allem in diesem Geschäft ist es wichtig, vertrauenswürdige und zuverlässige Partner wie dich zu haben. Der Boss möchte seine Dankbarkeit zum Ausdruck bringen und erhöht deine Jobleistung. Sehr gut, freut mich. Wuhu. ja, sieht doch gut aus, Eva. Kannst zur Arbeit gehen. Aber vorher komm mal bitte hierher gejoggt und bitte schweißfrei. Nein, schweißfrei. Weil ich hätte gerne eine saubere Eva hier auf dem Platz. So, kann ich die jetzt mal anquatschen? Das wäre mal langsam ganz gut. Okay, nein, die hat eigene Pläne mit dem Klo. Ah, Mann. Hä? Oder auch nicht? Naja, sie spielt jetzt einfach mal professioneller Paparazzi. Das ist okay. So, wer läuft hier rum? Wer bist du? Egal, wir können uns ja einfach mal mit dir anfreunden. So, Eva, lauf los. So, Amelie, du kannst auch mal hierher kommen, wenn du fertig bist. Und lässt die sich jetzt endlich mal anquatschen? Ich meine, die sieht immer noch so... Naja, halt nicht normal aus, ne? Also für mich ist dieses Gesicht definitiv nicht normal. Oder für euch? Ach ja, das sieht so komisch aus. Gott, na gut, ich sehe auch nicht besser aus. Ich sehe aus wie so ein Vampir, wie Hannibal Lecter persönlich. Scheiße. Jetzt begrüß die doch mal bitte. Ich will dir deinen Wunsch erfüllen. Wo rennt die denn schon wieder hin? Mensch, Ina, schau dich im Spiegel an. Sieht furchtbar aus. So, hier kommt unser Rosenkavalier. Der muss wahrscheinlich auch mal, ne? Ach, Mio. So, hier ist alles wunderschön gestaltet. Eva ist auch schon auf dem Weg, aber die Alte haut ab. Das kann doch nicht wahr sein. Hä, wo rennt die denn hin? Ein bisschen gruselig ist die ja schon, ne? So, was willst du hier alles machen? Großkartenfoto nach Äpfeln, beißen, auch toll. Ja, frag mal, ob sie hier Single ist. Und dann kannst du auch noch nach ihrem Job fragen oder so. Hier, bitte. Und nach ihrem Sternzeichen. So, was will wer auch immer jetzt von mir? Hier, bla, wo ist rangehen? Rangehen, rangehen, rangehen. Hä, warum gibt's hier kein Rangehen? Warum gibt's hier kein Rangehen? Gibt's das denn? Ach, da, okay. Das ist einfach mal im Menü. Mein Fehler. Hä, aber ich hätte jetzt gerne einen Vampir kennengelernt. Manu, ist doch doof. Okay, die da hinten beißen schon nach Äpfeln. Das kannst du dann danach auch mal machen. Okay. Oh, jetzt ist kein Wettbewerb, weil ihr das gemacht habt. Ihr seid so, so böse. Professionelle Bloggerin. Was geht? Aber dann kannst du schnell dein Grußkartenfoto machen. Wo ist denn das Dingel? Nee, das ist nicht das Gesicht da bemalen lassen. Ja, kannst da mal mit... Ihr und ihr, macht da mal alle drei eins, ist auch schön. Los, lauft los, Mädels. Ach, ist das nicht schön? Hier so im Park, jetzt hast du es mir versaut. Nein, wir reisen jetzt nicht nach Ägypten. Ich will hier gerade die schöne Parkatmosphäre darstellen und es ist einfach mal versaut. Ist das nicht toll? Ich find's toll. Ah, meine Mädels auf dem Herbstfest. Hm, ist das nicht schön? So, hier, okay, ihr rennt jetzt hier jeder zu einem anderen Eingang. Ja, ach man, das Lied ist so toll. Aber, naja, halt auf Zindisch, ne? Okay, was können wir denn hier noch machen? Bist du... Wer bist du denn? Pala. Ich glaube nicht, dass du ein Vampir bist, oder? Bist du ein Vampir? Hm, schwer zu sagen. Ich glaube nicht, aber ich versuch's einfach mal. Okay, Star. Nee, wir versuchen es nicht. Ich habe jetzt keinen Bock, einen Star zu begrüßen. Ach Mensch, keine Sau ist da. Ist doch furchtbar. Und ach, jetzt hat unsere Party gar nicht veranstaltet. Oh mein Gott. können wir das noch machen? Party veranstalten? Du kannst hier keine Party schmeißen. Okay, das ist blöd. Dann sollten wir vielleicht mal nach Hause gehen. Ab nach Hause. So, Ashley, du bist ja da noch irgendwie beschäftigt. Eva steht jetzt hier gerade sowieso nur rum und hat keinen Plan von irgendwas.
Äpfel beißen ist gerade auch nicht drin. Lose sammeln. Lose sammeln ist ein Plan. Das kriegen wir hin. So, Testobjekt. Haben wir irgendwas? Der Ashley Aaron teilgenommen hat, war überaus erscheint, obwohl es so eine kurze Nickerchen war. Nein! Sie ist jünger geworden. Na toll, aber mehr hat uns das auch nichts gebracht. Ach, jemand Spukhaus. Eva, du erschrickst da eher jemanden, glaube ich, als die dich. So, du gehst auf Toilette oder was? Lass es doch weg und geh gleich auf Klo. Ist vielleicht sinnvoller, weil hier musst du. Obwohl, du willst unbedingt aufs Herbstfest. Na, mein Gott, dann geh hier noch schnell hin. So, du bist ja gerade dahin unterwegs, aber kennen wir nicht irgendwie einen Vampir? Aber wir wollen einen neuen Vampir kennenlernen, ne? Dann sollten wir vielleicht mal an irgendeiner Haustür klingeln. Wen kennen wir denn hier schon? Wir kennen gar keinen Vampir. Das ist ja auch blöd. Ja, nee, dann lasse ich die Party jetzt einfach mal sausen und wir gehen mal hier bei der Elvira klingeln. Hier, bitteschön. Nein, nicht dahin. Wir gehen jetzt woanders hin. Gerade beschlossen, wir gehen so woanders hin und dann kannst du hier vorher das noch sammeln. Finde ich auch gut. So, was? Ja, okay. Genau das habe ich von dir erwartet, Eva. Zurück angestarrt ist super. Oh, meine Güte. So, okay, wir besuchen das Ding jetzt. Ashley ist da bald wieder fertig. Auch super. JJ und Charger geht es gut. So, und was ist mit uns da? Keiner zu Hause oder was? Oh, schneid. Oh, Elvira, warte. Bleib stehen. Bleib stehen. Hä, hey, warum rennt die uns hinterher? Ist die uns ein Ernstes hinterhergerannt? Ach, die macht ein Foto von uns. Ah, weil wir so fame sind. Hier ist Jess. Ja, okay. Ah, und uns jetzt besucht uns schon ein Vampir. Auch nicht schlecht. Ah, nein, jetzt habe ich vergessen zu lesen. Was ist das? Von Zombie-Fingern. Das ist irgendwelchen ungewünschten Fingern angreift zu werden. Doch. Ach so, das ist der. Nein, ich wollte hier hin. Okay, das ist dieses Schlafding und sonst ist hier nichts weiter. Oh Mensch, ich will doch nur. Es sieht gerade aus so ein bisschen wie in New York, oder? Wenn es so anfängt zu schneien, das ist irgendwie mega cool, oder? Das sieht voll toll aus. So New York, erster Schnee, das sieht voll toll aus. Ah, das ist hübsch. Oder? Das ist doch total hübsch. Ah, das ist schön. Okay, gut, du machst weiter Testobjekt. Ich renne der Elvira hinterher. Herzlichen Glückwunsch, Star-Level, bla bla bla. Wo bin ich überhaupt? Okay, können wir schon miteinander reden? Oh ja, das ist ja cool. Um Umwandlung bitten, das ist genauso toll. Fragen wir einfach mal, ob die gute Single ist. Wunsch erfüllt hier. Was wollen wir damit machen mit Elvira anfreunden? Auch, Mensch, das läuft ja wie am Schnürchen. So, Amelie, wo gehst du jetzt nochmal hin? Ach ja, zum Herbstfest. Du wolltest ja das Herbstfest besuchen. Und Eva hat gerade nichts zu tun. Dann wartet ihr beiden einfach mal aufeinander. Ach ja, die Voodoo-Puppe. Eva, wir müssen irgendwas mit der Voodoo-Puppe machen. So, aber erstmal muss ich hier mit euch ein bisschen rumfuchteln. Ja, hier Geheimnis verraten, freundlich, blub. Was können wir noch machen? Na, Karrierefragen und Sternzeichenfragen. Von Naturschwärmen, vielleicht interessiert es sie ja und dann können wir sowieso mal ein bisschen tratschen, das wird sie auch interessieren und was heißt einschlagen? Achso, ja, einschlagen, haha. Gut, dann mal schnell zu Eva und ihrer Voodoo-Puppe. Mensch, dass hier schon der Schnee fällt. Ha, Herbstfest, Schnee, Mensch, Gruseltag, was geht? Wäre cool, wenn heute Vollmond wäre, ne? So, Voodoo-Puppe zuordnen, auf, wer ist denn hier alles so da? Machen wir mal die Hannah Smith, wo ist denn die? Die ist gerade auf Klo, oder? Ist die gerade auf Klo? Okay, im Spukhaus hat gerade irgendjemand geschrien. So, wer ist denn da gerade? Nee, das ist die Pala. Was Rechtschreibprüfung ist, was für Weicheier. Ja, toller Tratsch, Mensch. Oh ja, Rechtschreibprüfung. So, hier ist sie. Dann ordne mal zu. Voodoo-Puppe, Voodoo-Zauber, Voodoo. Ja, hi, schön, dass du da bist. Schau mal nach da hinten. Ich mache jetzt Wuhu mit dir. Ja, ja. Schlipp. Ah, es ist herrlich. So, aber irgendwie ist mir das hier ein bisschen zu laut. So, Glückwunsch, Voodoo-Einfluss. Und Hautpolder abgeschmiert. Sieht aus, als hätte sie etwas gebracht. Was? Die Haut von Ashley Aaron wurde mit einem... Mann, nein, ich will, dass ihre Haut grün wird. Nicht wunderschön. Grün. Oh, Manu. Es ist so, so unfair. Komm mal her, Liebes. Geh Essen kaufen. Oh Gott. Eva. Eva dreht völlig durch. Mach mal Verwünschung. Ich will mal wissen, was das ist. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nicht, ob ich das jemals ausprobiert habe oder was auch immer. So, was passiert jetzt? Gar nichts, weil sie jetzt erstmal etwas essen muss. Warum musst du jetzt etwas essen? Das gibt's doch gar nicht. Du sollst dich jetzt verwünschen lassen. Okay, Herbstfest war aus und vorbei. Jetzt kriegt Ashley wahrscheinlich auch nichts mehr zu essen.
Oh, es ist gemein. Oh Gott, was habe ich getan? Oh, das wollte ich nicht. Was ist los? Alles gut? Oh Gott. Oh, wir sind so gemein. Alles ist wurde vom Voodoo-Puppe und welcher Gesichtsausdruck verwünscht. Oh Gott, was haben wir getan? Geht's dir gut? Okay, sie ist ein Zombie. Alles klar. Oh Gott, ich dachte schon. Mensch, wenn es weiter nichts ist. Ja, okay. Kommt, wir ordnen den einfach mal auf ihn hier zu. Weil Zombie ist ja jetzt nicht mehr so spannend. Du wirst es überleben. Du wirst wieder normal. Freu dich. So, mit Eva, das wird gerade langsam ein bisschen langweilig, aber wir können ja mal eine Textnachricht schreiben, oder? Ja, hier, komm, freundliche Textnachricht. Wir simsen uns einfach mal. Hier so ein bisschen Thumbing und so. Okay, sie grunzt da vor sich rum. Ashley, mit wem hast du hier gerade was am Hut? Mit gar keinem. Hast du noch irgendwas im Inventar zum Essen? Naja, Baldrian ist jetzt vielleicht nicht so toll. Ach, meine Güte. Geh nach Hause, Ashley. Wir kommen gleich. Wenn Eva hier gleich ein bisschen fertig geworden ist mit ihrer Voodoo-Puppe. So, wollen wir mal ihm was Gutes tun? Komm, wir tun ihm mal was Gutes. Beschenken? Ja, beschenken ist doof. Machen wir mal Amos Pfeil. Ist die geil, Mann. Eva, du bist völlig irre. So, jetzt machen wir was Gutes mit ihm hier. So, und nu? Die Voodoo-Puppe unglaublicher Gesichtsausdruck hat Apollo Bloom in Amos Pfeil getroffen. Okay. Ja, was immer das auch bedeuten mag jetzt. Ja, ihr werdet das schon schaffen. So, was können wir? Protest? Ja, wir könnten auch mal einen Protest machen. Wollen wir mal protestieren? Ist jetzt vielleicht nicht die beste Uhrzeit dafür, aber ich habe gerade irgendwie Lust zu protestieren. Ja, Ort für Protest auswählen ist doch hier perfekt, Mensch. So, aber wie der Protest ausgeht und was es für eine sein wird, das sehen wir einfach in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zusehen. Bis zum nächsten Mal und ciao.